Ja, Taro Leute, und herzlich willkommen hier zu meinem ersten Video bezüglich UFO Enemy Unknown in der Iron Man Challenge. Und viele haben zu Recht schon gefragt, was soll das denn sein? Wir haben zwar schon viel gehört von Superhuman Antarctica Challenge und so weiter. Was ist denn bitte schon eine Iron Man Challenge? Und dazu habe ich auch jemanden hier mit dabei, der auch selber das ganze Abenteuer UFO schon durchgespielt hat. Ich sage Hallo an Dar Icer. Ja, hallöchen, liebe Leute. Genau, der Icer hat natürlich Erfahrung. Er hat auf seinem Channel auch schon dieses wie heißt das nochmal? Ich kann das gar nicht aussprechen. Superhuman Antarctica Challenge. Weißt du eigentlich, woher das Ganze kommt? Oder hat das irgendeiner mal erfunden? Das wird mir. Das hat der englische Let's Player Kikoski ja, glaube ich, zuerst gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Also, ich würde jetzt nicht drauf schwören, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das von ihm kam. Ah, okay. Und da habt ihr das dann abgeguckt. Der LST hat das ja auch gespielt, der auch bei meinem Channels unten verlinkt ist. Könnt ihr mal gucken. Momentan in Korea. Ja, und ich habe mir gedacht, ich treibe das Ganze noch auf die Spitze mit einer Challenge, die noch in meinen Augen noch schwieriger ist. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich das durchhalte. Und deswegen wollte ich mit euch heute mal die Bedingungen durchgehen, was ich machen darf und was ich nicht machen darf. Dazu erst nochmal kurz hier ein kleines Preview, was ihr vielleicht auch schon auf meinem Channel gesehen habt. Mit einer richtig geilen Mucke, die auch, glaube ich, gerade lauter als ich ist. Kann man sich mal angucken. Ich mache das Ganze wieder zu. Was heißt Superhuman Iron Man Challenge? Also, ich werde auch, ähnlich wie die beiden anderen, One Base spielen, was natürlich die ganze Sache relativ schwer macht. Allerdings nicht in der Antarktis, sondern für Leute, die ein bisschen Ahnung haben, Iron Man ist ja der Triathlon auf Hawaii. Und deswegen werde ich One Base auf Hawaii spielen. Das ist die Frage, was ist da dran so schwer? Ich habe eben halt keine Landmasse in der Umgebung und die Missionen werden dadurch richtig, richtig schwer. Das kann, glaube ich, der ISO auch bestätigen. Ja, gut, also ich sag mal so, ich habe das ja selber noch nie so gespielt, aber könntest du recht haben, weil in der Antarktis hat man ja immer noch den Eisboden um sich rum. Richtig, genau. Und das hat man bei Hawaii natürlich nicht, das ist schon richtig, ja. Man sitzt natürlich dann doch näher an den Geldgebern wie der USA oder ich glaube Japan oder Asien gibt ja auch eine Menge Geld. Aber richtig, das ist richtig. Da hat man natürlich mehr Nähe zu den Geldgebern, was bei der Superhuman Antarctica Challenge natürlich nicht der Fall ist. Da ist man natürlich richtig weit ab vom Schuss. Hat allerdings, wie du schon sagtest, die Landmasse. Genau, und Hawaii, also wirklich, da sind drei kleine Inseln. Da werdet es dann auch im ersten richtigen Video sehen. Und es ist dann wirklich schon eine Herausforderung, die UFOs dann direkt da abzuschießen. Oder halt auch, wie ich es machen werde, extreme Scouting-Aktionen, teilweise in Australien oder sonst wo, auch in den USA. Damit kann man auch was erreichen. Mehr dazu aber natürlich dann im eigentlichen Must-Play, wie es so schön heißt. Und ich werde das Ganze auch mit ein paar Mods spielen, das Ganze noch schwieriger machen. Und dazu zeige ich euch mal gerade die Mod, die ich hier benutze. Das ist die sogenannte UFO Extended Mod. Die könnt ihr einfach runterladen, wenn ihr die Windows-Version von UFO besitzt. Das Ganze ist bei mir nur mit XP lauffähig gewesen. Habe also mir mein altes XP-System wieder installiert und hat so ein paar nette Sachen, wie dass man zum Beispiel die PlayStation-Musik importieren kann. Die wirklich sehr gut. Das habt ihr auch schon in einem Video auf meinem Channel gehört. Ich denke, da ist mal ein bisschen Abwechslung drin, nicht so dieses normale Soundblaster, genau, Soundblaster-Musik, die ihr hattet. Die habt ihr auch gar nicht auf General MIDI gestellt, wie ich gesehen habe. Aber gut, kann man... Du meinst bei unseren Let's Plays jetzt, oder genau, was? Genau, ihr habt, glaube ich, noch den Original-Soundblaster emuliert. Ich habe da soundtechnisch gar nichts eingestellt, also ja, denke ich mal. Aber ich muss auch sagen, bei UFO ist auch wirklich Soundblaster wirklich schöner als General MIDI. So gesehen fand ich das auch ganz gut. So, und jetzt kann man natürlich hier auch eine ganze Menge noch einstellen. Hier ist wirklich halt alles genau beschrieben. Ich werde mit euch rein die Config durchgehen und werde dann ein paar kleine Sachen dazu geben. Die Configs zum Nachspielen wird es auch dann im YouTube selber zum Download geben. Könnt ihr also runterladen und wenn euch die Challenge gefällt, die selber so nachspielen. Ich finde, es ist wirklich das Schwierigste, was man machen kann. Und ich kann auch gar nicht sagen, ob ich es schaffe. Mal schauen. Ihr seht den riesen Textfall. Wenn ihr jetzt nicht so viel Ahnung habt von PCs, kann das sehr kryptisch wirken. Aber ich gehe das Ganze mal durch. Zum Beispiel ist hier eine Neuerung, dass man den Equipment Screen, also den Bildschirm, wo ihr eure Leute ausrüstet, habt ihr ja, glaube ich, schon oft dann hier bei der ISO und LST gesehen, könnt ihr euch zusätzliche Stats anzeigen lassen. Nämlich so Sachen wie viel Kilogramm hat denn der Typ gerade dabei? Wie viel Reaktionspunkte hat er? Und auch Psi. Also ich muss zum Beispiel nicht irgendwelche kryptischen Bezeichnungen hinter die Namen schreiben, wie die Psi-Stärke von den Leuten ist. Das ist natürlich ein Vorteil, aber gut, ihr habt ja eure Soldaten mal recht lieb gehabt und habt mit denen ja eine Menge rumgespielt. So gesehen ist die Frage. Hier haben wir Show Granite State.
Das muss ich gerade zugeben, weiß ich selber nicht so genau. Hier ist allerdings eine interessante Sache und zwar, da musst du mich jetzt korrigieren, wenn es anders ist. Was ist passiert bei euch, wenn ihr eine Granate mit Zeiteinheit 0 scharf gestellt habt? Wann ist diese explodiert? Also wenn du also die Zeit gibt ja immer die Anzahl der zu wartenden Runden ein. Das heißt, wenn ich jetzt eins mache, wartet da eine Runde, explodiert dann. Null heißt also im Prinzip, explodiert noch in derselben Runde. Sprich, ich werfe, beende die Runde, Granate explodiert. Aber explodiert sie auch, wenn du sie nicht geworfen hast? Das ist, glaube ich, Nein, nein. das. Und genau das wird hiermit verändert. Also wenn man hier die falschen Zeiteinheiten einstellt, dann kann die Granate auch in der Hand des Soldaten direkt losgehen. Das ist natürlich schon mal interessant. Muss mal so ein bisschen aufpassen. Durchaus, ja. Gut. Safe Equipment 0, Autoflares, das sind so Sachen, die einfach sehr interessant sind. Also wenn du eine Nachtmission hast, gibt er automatisch jedem eine Flare und so, ja. Fand ich jetzt auch nicht so wirklich wichtig und ich versuche sowieso, mich um Nachtmissionen rumzudrücken. Habe ich keinen Bock drauf. Hier kann man, wie gesagt, diese MP3-Einstellung vornehmen. Hier, wenn man die MP3s von der PlayStation-Version hat, kann man die einstellen. Hier eine sehr interessante Sache. Es gibt die Möglichkeit, eine Wrackanalyse durchzuführen und da seht ihr jetzt schon so einen lustigen Text, den wir hoffentlich dann auch im richtigen Video ein paar Mal sehen werden, die mir praktisch Informationen geben, die später, wie heißt es doch gleich, der Hyperwellendecoder, glaube ich, auch geben kann, Genau, automatisch. richtig. Und über die Wrackanalyse bekommt man diese Information halt auch eventuell nach einer gespielten UFO-Mission, sodass man zum Beispiel weiß, okay, das UFO war auf dem Weg nach Australien oder sonst was, kann einem ja schon mal wichtige Tipps geben. Hier eine sehr interessante Mod, die ich aber ausgestellt habe, weil die nämlich meine Challenge definitiv zu leicht machen würde, die Roswell-Mod. Jeder kann überlegen, was es bedeutet. Heißt, UFO stürzen von Zeit zu Zeit automatisch ab. Dass man einfach eine Mission spielen kann. Und damit wird in meinen Augen die Iron Man Challenge doch zu einfach, weil dann hat man einfach ein UFO, was sonst wo abgestürzt ist und spielt die Mission. Das habe ich mir dann ehrlich gesagt gespart. Kann man auch noch eine Menge einstellen hier. Ja. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Sache, die ist auch mit Apply 1, seht ihr immer, die Sache ist angestellt. Das wirst du dann auch im richtigen Spiel sehen, wenn man. Das Originalspiel hat nämlich noch einen Bug, glaube ich, den ihr nie erwähnt hattet. Und zwar hat die Treffergenauigkeit nicht abgenommen. Also du brauchtest nur eine Sichtlinie zum Alien. Aber die Trefferwahrscheinlichkeit hat im Spiel nicht abgenommen, umso weiter das Alien weg war. Das Ganze wird hier eingestellt. Und zwar umso länger praktisch die verschiedenen Möglichkeiten sind, umso mehr nimmt dann auch die Schussgenauigkeit noch ab. Also über die Entfernung nimmt die Schussgenauigkeit ab. Und das wird im Spiel dann auch nochmal angezeigt mit so kleinen Extra-Cursern. Und ja, sollte eigentlich im Original nicht so sein, habe ich durchgelesen. Hier auf dieser tollen Seite, ich kann sie mal einblenden. Ja, das Steht ist richtig. irgendwo. Also im Original hat die Accuracy nichts mit der Distanz zu tun, jedenfalls nicht der angezeigte Prozentwert. Hier könnt ihr es auch sehen. Also, vielleicht, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Wenn man hier diese Cyberdisk anvisiert, kriegt man hier diesen Prozentsatz eingeblendet. Und diese Zahl geht dann in Orange oder Rot über, wenn halt wirklich die Reichweite zu groß ist. So gesehen nimmt dann nochmal die Accuracy ab. Und da gibt es dann halt verschiedene Werte nochmal für verschiedene Waffen, wo das Ganze abnimmt. Na, Stunrod ist natürlich bescheuert, ja. Da muss der eh dann dran stehen. Genau, hier noch eine ganz wichtige Sache und die wird eine gewisse Sache unmöglich machen, die ihr immer im Da-Icer-Video seht, nämlich die berühmten Psi-Attacks. Ja, ich habe eigentlich versucht, oder ich will versuchen, komplett ohne das Ganze zu spielen. Das macht die Sache natürlich extrem schwierig. Habe aber dann gesagt, na okay, komm, du musst irgendwie ein bisschen das Ganze dir noch offen halten. Und hier ist einfach ein Line-of-Fire-Check. Sprich, wenn ich jetzt Mind-Control, wenn ich jemanden übernehmen will, muss derjenige mit dem Psi-Amp Sichtkontakt zu dem Alien haben. Heißt auf gut Deutsch, die Leute können nicht in der Basis oben stehen bleiben, wie ihr das vielleicht schon in anderen Videos gesehen habt. Und werden übernommen, die Leute müssen irgendwie runter. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit Panic vielleicht ändere, dass ich sage, okay, bei Panic mache ich eine Ausnahme, dass kein Sichtkontakt bestehen muss. Hast du das eigentlich jemals gemacht mit Panic? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Nee, ich verstehe auch nicht ganz den Sinn dahinter. Wenn ich kontrollieren kann, kontrolliere ich. Ja, genau. Obwohl der Sinn dahinter ist, dass wenn du, sagen wir mal, einen Gegner stunnen willst, und der übernommen ist, zählt der, glaube ich, nicht. Jedenfalls war das bei Terror from the Deep so, ob es bei UFO jetzt auch ist, weiß ich nicht hundertprozentig. Okay. Aber dazu könnte natürlich Panic hilfreich sein, dass man sagt, pass auf, den ja, setzen wir jetzt erstmal so außer Gefecht, ohne den gleich zu übernehmen. Genau. Dann eine Sache ziehe ich mir auf jeden Fall nicht die Schuhe an. Also Mindprobe einfach mit dieser Gedankenkugel zu testen, wer welche Rolle da von den Aliens hat, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Also das muss auch ohne Sicht möglich sein, weil sonst würde ich wirklich durchdrehen, glaube ich. Hier vielleicht noch eine interessante Sache, über die du dich schon ein paar Mal geärgert hast, werde ich aber auch nicht anmachen, ist praktisch, dass du
mit deiner Flugeinheit immer wieder losfliegen kannst, auch wenn sie noch nicht aufgetankt ist, weil man hat ja immer so, ich glaube, wenn der Skyranger oder so zurückkommt, musst du erstmal 4, 5 Stunden auftanken. Ja, es ist echt ultra nervig, Hier finde ist ja die ich. Möglichkeit, direkt wieder loszufliegen, halt dann im nicht aufgetankten Zustand. Ja. Mache ich aber auch, habe ich mal ausgelassen. Und ja, hier gibt es jetzt nur ganz viele kleine Sachen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde. Die sind alle auf dieser Seite, die ich auch davor eingegangen bin, gut erklärt. Eine interessante Sache sind, also das sind teilweise alles Bugfixes, die ich teilweise gar nicht so richtig kenne. Irgendwie gibt es wohl auch hier, ich weiß gar nicht, ob du das mal gesehen hast, wir können mal gucken, bei einer Base Defend Mission, die wir auch jetzt nicht so oft gesehen haben, gab es wohl die Möglichkeit, dass irgendwo, wo ist denn dieses Bild? Das sah ganz komisch aus. Hier, dieser Base Disjoint Bug. Also, dass man irgendwie dann hier wohl nicht durchgehen konnte oder so. Ganz komisch, obwohl es eigentlich hier eine ebene Strecke war. Also, verstehe ich auch Keine nicht so Ahnung, habe ich ganz. noch nicht erlebt, da ich irgendwie nie Base Defenses spiele. Genau. Dann jetzt gibt es hier noch interessante Mods. Da habe ich ein paar angestellt, weil ein paar doch relativ lustig sind und auch ein paar neuere sind. Hot Grenades ist übrigens, dass man auf die Granaten irgendwie noch draufschießen kann. Dass die praktisch dann direkt hochgehen. Aha. Weiß jetzt nicht so genau, was es bringen soll. Rank in Inventory habe ich auf 1. Was war das denn nochmal genau? Dass der Rang wahrscheinlich am Ach ja, Ausrüstungsbildschirm angezeigt genau, wird. richtig. Also der Rang wird oben links mit dem Icon halt eingeblendet und da gibt dem ganz, kann man natürlich schneller sehen, wer irgendwie wichtig ist. Und man kann auch, das kommt noch irgendwie weit unter, ich gehe jetzt schon mal drauf ein, die Reihenfolge der Soldaten verändern in der Base. Also sprich auch die Reihenfolge, wie sie aus dem UFO rauslaufen, wo ihr oftmals auch die Probleme hattet, dass ganz vorne immer der Ranghöchste stand. Das finde ich auf jeden Fall mal eine gute Sache. Also das habe ich echt schon länger vermisst. Das macht die Sache dann doch vielleicht ein klein bisschen einfacher. Aber ja, schauen wir nochmal weiter. Base Building Stacking ist auch hier mit einer 1 drin, eine sehr schöne Funktion, die auch hier gezeigt ist. Also man kann praktisch Warteschlangen generieren. Man weiß ja, dass man immer nur direkt neben einem Gebäude bauen kann. Also hier seht ihr, wird ein Hangar gebaut und dann hat er hier schon in der Warteschlange die nächsten Gebäude dran gebaut. Mit One Base, denke ich mal, ist das nicht so ein großer Vorteil, weil der Platz eh nur begrenzt ist. Und ja, hier allerdings eine sehr schöne Sache, die auf jeden Fall an ist, nämlich die berühmte Terror from the Deep Doors, also dass man praktisch die Türen mit der rechten Maustaste aufmachen kann, ohne Ja, sehr direkt schön. reinzulaufen. Finde ich einfach gut und das sollte auf jeden Fall bleiben. Auch hier dieser Mod Fast Base Defenses, also wenn die Base angegriffen wird, geht das in einer Sekunde direkt runter. Man muss nicht mehr so lange warten, das kennst du jetzt ja aus deinen Let's Plays auch. Basis wird Richtig. angegriffen und man muss 20 Sekunden warten, bis alle Fusionskugeln geschossen haben. Das gibt es halt wie gesagt auch nicht. Hier ein paar Einstellungen zu High Quality und Direct 3D. Ist auch nicht so interessant. Frames Aber per das mit den Terror Second. from the Deep Doors, das fehlt echt bei UFO mit dem Rechtsklick. Genau. Und hier noch eine Sache, die eine Menge Aggression bei mir verhindern wird. Double-Click-Movement heißt auf gut Deutsch, wenn ich irgendwo hinlaufe, wenn ich irgendwas anklicke, muss ich immer mit einem Doppelklick praktisch bestätigen, dass er auch wirklich die Aktion machen soll. Ja, du kennst es, glaube ich, zu Genüge. Du willst eine andere Person auswählen, bist ein Feld daneben, rennst mit der Person sonst wohin, wird am besten nächste Runde noch erschossen. Richtig, genau. Das sollte. Schön daneben geklickt und dann noch zur Belohnung erschossen werden. Genau, hier gibt es auch noch so ein paar Sachen. Hier kann man auch einstellen, dass zum Beispiel die Aliens kein Psy benutzen. Das wäre dann doch ein bisschen zu langweilig. Hier vielleicht auch eine Sache, wo viele denken: Ja, warum eigentlich nicht? Directly use Alien Weapons heißt so viel wie: Ich brauche die Waffen nicht zu erforschen. Ich kann sie praktisch direkt benutzen. Kann sie also direkt aufnehmen. Allerdings verbessert sich die Zielgenauigkeit nach der Erforschung dann wohl noch etwas. Aber ja. Das ist mir dann auch zu viel Mod-Geschichte. Aber diese Mod musste ich, oder diesen Hack musste ich einstellen. Dir wird es bestimmt was sagen. Ja, ich denke mir, was gemeint ist. Ich habe es auch oft in euren Videos gesehen. Also wirklich, wenn mit der Waffe nicht geschossen wird, dann ist der Clip auch nach wie vor nicht benutzt und er wird auch wieder am Ende der Mission dem Inventory hinzugezählt. Es wird, glaube ich, mit Heavy Plasma sehr wichtig sein, dass da auch wieder genügend Munition ist. Das kann jetzt das Ganze ein bisschen leichter machen. Aber ich glaube, ihr habt dann immer die Clips davor rausgemacht oder irgendwie sowas. Da gab es, Nee, glaube habe ich ich. nicht. Ich habe dann einfach nur Pech gehabt, aber ich finde es einfach. Einfach unlogisch und unsinnig, weißt du, weil ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder ob das wirklich so beabsichtigt war, ein UFO, keine Ahnung, aber ich finde es einfach schwachsinnig. Also ich finde das schon sinnvoll, dass die Clips dann erhalten bleiben. Also selbst in der Windows-Version wurde es nicht gefixt. Hier hat man halt noch die Möglichkeit einzustellen. Hier kann man auch noch seine erste Base anpassen, wie die aussehen soll, habe ich aber auch nicht gemacht. Also wenn man zum Beispiel den Hangar irgendwie anders haben will, es gibt ja ganz viele Leute, die auch irgendwie sagen, man müsste den einen Hangar erstmal direkt abreißen und woanders hinbauen.
Wobei, vielleicht ist das jetzt auch hier schon eine andere Reihenfolge. Ich weiß gar nicht. Sind die drei Hangars nebeneinander in der Nee, ersten normalerweise Base? hat man gar nicht so viel Hangars. Hat man gar nicht so viel. Da muss ich nochmal gucken. Also da will ich auf jeden Fall Wie nicht viele, mit. haben wir noch sechs Hangars hier, oder wie sehe ich das gerade Nee, das falsch? sind praktisch Top Left und Ach glaube so, ich, es ist ja ja, vier alles Felder klar. groß. Ach genau, warte mal. Das ist dann Top Left, Top Right, Bottom Right, Button Left. Da müssten aber drei Hangars, Trotzdem, aber. da sind drei Hangars nebeneinander, ja? Ja gut, hat man am Anfang. Also drei Hangars hast du, aber ich glaube, die sind doch Sind nicht nebeneinander, genau. Einer zwei. ist normal oben links, einer ist oben rechts und einer ist unten in der Mitte, glaube ich. Richtig, dann werde ich das noch ändern, weil also das muss auch nicht sein, dass ich mir da irgendwie hier das Ganze leichter mache. Das soll wohl nachher bei Base Defend Missions leichter sein. Also ich fand es ganz ehrlich gesagt, ich spiele ja UFO auch schon ein bisschen länger. Ich finde das einfach Unfug. Also weiß ich nicht. Ich habe es auch mal gut geschafft, ohne da irgendwelche großartigen Layout-Feintunings zu machen. Also weiß nicht. Also sag mal, wer es machen will, bitte, aber ich finde es nicht wirklich nötig. Genau, da haben wir hier noch Caps, vielleicht auch ganz interessant für dich. Es gab immer Caps, also bei Time Units gab es nie mehr als 80, egal wie gut dein Soldat war. Oder so gewisse Werte hatten halt wirklich gewisse Max-Werte. Die kann man hier auch noch angleichen, habe ich aber auch nicht gemacht, da wird einfach mit Standard gespielt. Hier könnte man noch Hotkeys einstellen für gewisse Aktionen. Vielleicht mache ich das da noch, dass man vielleicht hier für hoch und runter oder so, finde ich mal ganz interessant, vielleicht ein, zwei Hotkeys hat. Aber ansonsten, Ja. ja. Braucht man das eigentlich nicht wirklich? Hier unten, keine Ahnung, was das soll. Da kann man hier wohl noch das Gewicht editieren von gewissen Sachen. Also Heavy Plasma Weight 10 oder so. Habe ich aber auch nicht gemacht. Also, das sind die Mods, mit denen reicht's. Und ich denke, mit denen wird es einfach auch ein bisschen interessanter, sodass das Must-Play nicht das gleiche ist wie jetzt von der ISO oder hier dem guten LST, den wir auch hier nochmal kurz zeigen können. Hier seine Playlist zu dieser Superhuman Challenge war sein erstes Let's Play. Mittlerweile hat er mir, glaube ich, gesagt, findet er es gar nicht mehr so gut. Aber er hat Nein, ja. war nicht sein erstes Let's Play. Sein erstes Let's Play war Terror from the Deep. Das weiß ich, weil wir Ah. beide nämlich zeitgleich angefangen Ach haben, so, zufällig. ich hatte gedacht, ihr hättet also du Terror from the Deep, eher UFO. Nee, Also. nee, wir hatten also, lustigerweise haben wir uns so kennengelernt, dass wir quasi am gleichen Tag fast Ah, das ist die, ja. unsere erste Folge Terror from the Deep hochgeladen haben und das war auch von uns beiden das erste Let's Play. Okay. Ach, okay, ich habe gedacht, ihr hättet versetzt, also der eine UFO, der andere Terror from the Deep gemacht. Okay. Nee, nee. Ja, hat eine Menge Views und hat aber mittlerweile auch, glaube ich, das Ganze nochmal gespielt, so als kleines Abschieds-Let's Play. Und hier natürlich den Kanal von demjenigen, der hier die ganze Zeit schon mitkommentiert. Worauf man auch hinweisen kann, hier könnt ihr euch auch ein geiles altes Adventure noch reinziehen. Gabriel Knight 1. Übrigens auch mitkommentiert von mir, also schaut da auch mal rein. Sind momentan fünf Parts oben. Wir haben aber schon ein klein bisschen vorgespielt, sodass für jeden Tag auch eine Folge hoffentlich kommt, wenn der gute der Eiser was anderes zu tun hat und die Folgen vielleicht nicht hochlädt. Aber hier auch nochmal sein So viel UFO. Vertrauen setzt du in mich. Parts. Ja, was glaubst du? Wie sind die Erfolgschancen? Meinst du, ich schaffe das? Oder du hast ja schon viele UFO-Let's Plays auch geguckt von anderen. Viele wurden abgebrochen, habe ich gesehen auch. Ja gut, ich sag Oder. mal so, ich weiß ja nicht, was du jetzt für taktische Fähigkeiten hast. Ich habe dich ja jetzt bei UFO noch nie gesehen, aber ansonsten denke ich mal, kann man das schaffen. Aber wie gesagt, ich habe es ja selber noch nicht gespielt. Auf jeden Fall will ich noch mal dazu sagen, dass ich das mal auf jeden Fall interessant finde, weil es ist auf jeden Fall nicht der Standard-UFO, noch ein paar kleine Änderungen gemacht, mal eine andere Challenge, also auf jeden Fall ist es mal was anderes, also ich werde es mir auf jeden Fall, ja, neugierig reinziehen, sag ich Genau, mal. ich bin jetzt auch schon noch gespannt, wie ich das Ganze schaffen werde, aber ich denke auch, jetzt einmal noch UFO zu spielen. Ich habe UFO halt wirklich auch sehr oft in meiner Kindheit gespielt, auch letztens irgendwann nochmal und muss sagen, das ist dann auch das letzte Mal, ein letztes Mal UFO wirklich auf Superhuman, was ich auch noch nie gespielt habe, muss ich zugeben davor. Aber ich habe mir halt testweise jetzt schon mal ein paar Missionen nochmal angeguckt, unter anderem auch die erste Terrormission, vor der ich mich jetzt schon sehr freue, ja, Ja, das macht Spaß. die wirklich so ist. Aber ihr werdet sehen, dass ich ein paar Sachen wirklich komplett anders machen werde als ihr. Unter Ja. anderem werdet ihr bei mir auch ein paar Panzer im Einsatz sehen, weil ich die immer gut fand. Die fandet ihr irgendwie ganz scheiße. Hat man nie Ja, gesehen. was ich lustig fand, ist beim LST und mir, also wir haben uns nie abgesprochen, falls das irgendwer vermutet hat, wir haben uns nie über unsere Spielweise abgesprochen. Das ist wirklich reiner Zufall, dass wir quasi fast genau gleich spielen. Ja, aber auch bei den anderen. Also ich habe ja auch nochmal so zwei, drei andere Leute mir angeguckt. Da sieht man wirklich, also die Panzer, ich weiß nicht. Ich fand die wirklich immer gut, weil die werden ja auch am Ende als Punkte nicht abgezogen, Ja, wenn du viele halt. sagen auch hier, warum nimmst du nicht Panzer? Aber ich weiß nicht, es liegt noch nicht mal daran, dass ich da irgendwie was gegen habe. Ich hab's, weißt du, man hat einfach diese eingefahrenen Spielweisen und Ja, ich glaube ja, auch. aber ich denke da einfach gar nicht dran, weil ich hab's nie gemacht und ja, es ging ja auch immer so ganz gut. Ich will gar nicht leugnen, dass es Sinn macht, aber ja, wie gesagt, ich hab's nie gemacht. Genau, deswegen also bei mir ein bisschen andere Action und auch.
auch, wie gesagt, mit der Hawaii-Lage und mit der riesen Wassermasse, da muss man sich natürlich ein paar Taktiken überlegen und da werdet ihr, glaube ich, auch das ein oder andere Ungewöhnliche sehen, was ihr so vielleicht davor noch nicht gesehen habt. Und ja, ich sage einfach mal, lasst euch überraschen. Ich danke auf jeden Fall für den netten Co-Kommentar von Da Eise und jetzt wisst ihr, was euch erwartet und dann kann es ab April losgehen, würde ich sagen. Ja, ich will auch gar kein Urteil darüber abgeben, ob das jetzt schwerer oder leichter ist als die Superhuman Antarctica Challenge. Ich habe keine Ahnung, aber ja, ich werde mich auf jeden Fall überraschen lassen. Genau, richtig. Okay, dann sage ich mal, bis dann. Ciao, ciao.